kaum macht man mal einen Fehler, zeigen schon die Menschen mit dem Finger auf einen. Und dann gibt es einen, der macht Fehler am laufenden Band und die Menschen prügeln nicht auf ihn ein. Nein, viele verteidigen ihn und springen für ihn sogar in die Bresche. Donald Trump. Inhaltlich nicht immer richtig. Ja, manchmal liegt er sogar völlig daneben. Und trotzdem bleiben ihm seine Fans treu. Da fragt man sich schon mal, wie macht er das? Um ihn zu verstehen, reicht es nicht, sich mit seinen Worten zu beschäftigen. Wir müssen tiefer eintauchen. Denn er erreicht die Menschen auf einer bestimmten emotionalen Ebene. Nämlich genau auf der Gehirnebene, auf der auch Körpersprache wahrgenommen wird. Und besonders zwei Signale sind es, die Menschen ganz stark an ihn binden. Und wenn du diese Signale kennst, bleiben dir die Menschen auch dann treu, wenn du mal so richtig Mist gebaut hast. Egal ob in der Partnerschaft, unter Kollegen oder mit deinen Kindern. Ach ja, noch was. Donald Trump ist ein echter Hingucker, ob du ihn magst oder nicht. Du wirst dich seiner Faszination nicht entziehen können. Denn seine Körpersprache vereint Gegensätzliches. Er, der am mächtigsten und männlichsten wirken will, zeigt die weiblichsten Signale. Lighthammel. Lighthammel. Denn auch sonnengebräunte Lighthammel sind auch nur Menschen.